Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei Ubi Tested. Ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt. Heute habe ich für euch das größte SUV aus dem Hause Opel dabei, den Opel Grandland X. Und wie der sich im Familienalltag schlägt und wie viel Citroën und Peugeot hier drin steckt, das klären wir heute. Viel Spaß! Schauen wir uns die Front des Opel Grandland X doch einmal genauer an. Wir haben hier übrigens die Ausstattungslinie Innovation und ein lila Metallic verbaut. Hier zeigt sich das typische Opel Markengesicht, besonders mit den Scheinwerfern hier in dem Winkel, Tagfahrlicht. Wir haben Voll-LED-Scheinwerfer mit variabler Lichtverteilung, aber kein Aussparen des Gegenverkehrs, würde ich mir noch wünschen. Dann haben wir hier den typischen Opel Kühlergrill, welcher mit diesen Chromschwingen das Logo in der Mitte förmlich trägt. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier noch eine schöne Chromspange drinnen. Und natürlich für ein SUV gehört sich das angedeutet hier mit silbernem Kunststoff ein Unterfahrschutz. Unterfahrschutz, naja, wir haben jetzt hier auch gar kein Allrad verbaut und haben auch lediglich eine Bodenfreiheit von rund 19 cm zu verbuchen, also gar nicht mal so viel. Was ich zudem immer wieder gefragt werde, was diese Platte hier unten bedeutet, diese Platte ist kein Designobjekt, sondern schützt tatsächlich den Radarsensor, der sich dahinter befindet, für den automatischen Abstandsregeltempomaten. Wenn wir uns den Opel von der Seite einmal anschauen, würden wir auch nicht vermuten, dass hier im Endeffekt das erste PSA-Modell unter der Haube steckt. Denn der Opel Grandland X steht auf der EMP2-Plattform des PSA-Konzerns, ist also somit ein von PSA gemeinschaftlich entwickeltes Fahrzeug. Wir haben hier 4,48 Meter Länge bei einem Radstand von 2,67 Meter und einer Höhe von 1,61 Meter. So viel zu den Daten. Ich persönlich würde einfach mal sagen, klassisches SUV. Profil, was wir hier so sehen, 18 Zoll Räder sind jetzt hier verbaut, auf Winterrädern schon. Lediglich wirklich, wir haben schöne große Fensterflächen, hier so ein leicht nach hinten abfallende Dachlinie. Hier hinten haben wir nochmal ein schönes Dreiecksfenster drinnen. Typisch Opel ist immer, dass diese Chromleiste hier oben entlang führt. Hier unten lässt man diese Chromleisten weg. Das sieht man auch sehr, sehr schön bei den Kombimodellen von Opel, aber auch am Heck sehen wir auch relativ schnell die typische Opel-DNA. Mit den typischen Rückleuchten, die wir hier wieder haben. Und hier auch wieder dieser doppelte Leuchtwinkel in LED ausgeführt. Wir haben hier den schönen Schriftzug Grandland X. In der Mitte wieder dieses Opel-Logo, sehr schön. Mir gefällt besonders gut diese Linie, die sich hier durchzieht, sehr schön durchgezogen. So eine, persönlich würde ich einfach sagen, eine schöne Abrisskante, die ein bisschen Sportlichkeit hier hinten reinbringt. Mir persönlich gefällt besonders gut, dass wir hier diesen wirklich robusten Hartkunststoff haben mit diesem silbernen Unterfahrschutz, der angedeutet ist. Denn das sehen wir jetzt auch gleich, wenn wir uns den Kofferraum anschauen. Hier hat man sich etwas Intelligentes mal einfallen lassen, dass nicht diese ganzen Laderaumkanten immer kaputt gehauen werden, sondern dass man hier tatsächlich eine Aussparung gemacht hat, wo das Kennzeichen ist.
Zum Putzen allerdings mit einem SB-Waschbox ist das Heck hier sehr, sehr ungünstig, da die Waschbürste hier schlicht und ergreifend nirgendwo wirklich unterkommt. Das ist auch an der Seitenansicht genauso, wo diese Plastikschweller unten sind. Also wer öfter in eine SB-Waschbox fährt, wird mit dem Opel Grandland X sicherlich nicht so glücklich sein. Ja, dann sehen wir uns einmal den Kofferraum an vom Opel Grandland X. Die Heckklappe öffnet elektrisch und schließt elektrisch mit Komfortzugang auch per Kickfunktion. Und jetzt kommen wir zu dem angesprochenen Vorteil, was ich hier eben sehe beim Grandland X, ist hier, dass diese Ladekante so ausgespart und leicht angeschrägt ist. Das heißt also, wenn wir hohe Gegenstände haben, können sie hier gut reingehoben werden. Wir kommen auch hin und selbst wenn hier tatsächlich mal gegenkommt, ist entweder das Kennzeichen im Weg, das könnte ein bisschen zerdengelt sein, oder aber in eine Plastikleiste, wo wir uns nichts mit verbrechen, wenn es denn kaputt geht. Bisschen doof ist hier diese Kante, die hier noch drinnen ist. Die stört so ein bisschen beim B- und Entladen, zudem ist halt dadurch auch nicht erst einmal das Einladen eben, sondern wir haben hier eine ungefähr 8 cm hohe Kante drinnen. Der Kofferraum ist allerdings sehr quadratisch und sehr gut zu beladen. Stören tut mich persönlich immer eine Hutablage im SUV. Ich bin so einer für Gepäckraum, Rollos und dann auch mit integriertem Netz, sodass man das alles gleich in einem hat. Hier so ist aber jetzt halt eine Hutablage drin, auch nicht schlimm. Ist leicht zu demontieren mit diesen Bändern. Auch gut die Entriegelung der Rückenlehnen, die im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegbar sind. Es gibt es hier an den jeweiligen Seiten. Wir haben hier noch eine 12-Volt-Buchse hier hinten angebracht. Also ist auch schon mal sehr praktisch. Der Ladeboden ist übrigens doppelt ausgeführt. Da passt auch jede Menge noch unten rein. Das ist schon sehr, sehr positiv, wenn jetzt kein Notrad drinnen ist oder kein Soundsystem. Ansonsten würde es den Stauraum da unten noch mal reduzieren. Aber jetzt gehen wir in die Daten hinein. Ich habe für euch das Ganze ein bisschen ausgemessen und habe mir das Ganze für euch notiert und sage es euch jetzt einfach mal. Also die Grund, das Auslitern, wie man so schön sagt, das sind 514 Liter Gepäckraumvolumen. Maximal bekommen wir 1652 Liter hin, wenn wir umlegen und bis zur Decke hochladen. Fangen wir erst einmal an mit der Länge hier. Bis zu den Vordersitzen haben wir 87 cm Ladefläche. Wenn wir umlegen bis zum Beifahrerrücksitz, können wir 1,67 Meter Gegenstände einladen. Wir haben einen 1,3 Meter ausgemessenen Kofferraumbreite. Die Höhe hier, die Laderaumhöhe, beträgt 61 cm Maximum. Und unsere Ladekante hier ist tatsächlich stolze 87 cm hoch und das ist schon ja, wirklich ein gutes Stück. Das merkt man auch, wenn man hier in so einen Kinderwagen einlädt oder ähnliches. Das habe ich des Öfteren gehabt. Dann ist es natürlich nicht so sonderlich praktisch mit dieser extremen Höhe des Kofferraumes. Aber es ging wirklich alles rein. Ich konnte tatsächlich auch mein Zwillingsbuggy hier unterbringen. Allerdings war dann aber auch schon der Kofferraum gut gefüllt. Viel mehr würde dann auch nicht mehr unbedingt reinpassen. Vielleicht noch eine Reisetasche, wenn man natürlich den doppelten Ladeboden vorher mit nicht benötigten Sachen gut füllt, dann kann man da noch viel unterbringen. Ansonsten ist das eher so ein bisschen logisches Tetris-Spielen, was man hier machen muss. Dann machen wir es uns einfach mal hinten gemütlich. Wir steigen ein. Hoch ist der Einstieg. Die Aussparung sehr, sehr gut und großzügig. Das auf alle Fälle. Die Kopfstütze ziehen wir auch gleich noch aus. Ja, bietet auch gut Höhe. Wir haben nach oben übrigens sehr, sehr viel Luft zum Scheitel. Also das muss man gleich sagen. Da passen mehr als 2 Fäuste nach oben hin bei meiner Größe von 1,78. Ebenso. Na ja, gut, hier diese Türaussparung, das ist so ein bisschen beim Rausschauen, das ist ein bisschen schwierig. Hätte man vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten verlegen können. Sehr, sehr schön, es gibt auch Rollos an den Fenstern für die Kinder. Die Sonnenschutzverglasung übrigens ist sehr schön, weil sie auch sehr, sehr stark abgedunkelt ist. Das begrüße ich natürlich als Familienvater, wenn die Kinder hinten sind. Nichtsdestotrotz sind die Rollos sehr, sehr wichtig und sollten auf alle Fälle von Familienvätern geordert werden. Ebenfalls hier hinten haben wir eine Sitzheizung jetzt für die äußeren Passagiere. Wir haben zudem eine USB-Schnittstelle. Warum es nur eine ist, ich weiß es nicht. Müssten sich meine Kinder später, wenn sie größer wären, drum prügeln.
Ich persönlich würde es begrüßen, wenn da mindestens zwei USB-Anschlussstelle sind. Aber was wir haben ist, wir haben hier unten gegen optionale 100 Euro Aufpreis eine 230 Volt Steckdose. Die würde ich dann natürlich auf alle Fälle empfehlen, wenn wir denn nur einen USB-Port haben. Wir haben Luftausströmer hier in der Mitte. Der Sitzkomfort ist wirklich gut. Meine Füße passen perfekt unter den auf mich eingestellten Vordersitz. Ich habe auch noch genügend Knieraum zum Vordersitz, da passt auf alle Fälle nochmal meine Hand davor. Die Sitztaschen sind groß und gut zu beladen. Die Isofix-Verankerungen sind sehr, sehr schön, denn wirklich, wir haben wieder einen Schacht, wo wir tatsächlich den Isofix-Verankerungen hineingleiten können mit den Kindersitzen. Ich habe hier wieder den Maxi-Cosi Milofix installiert, meinen Kindersitz, mit Top-Teeter und als Reboarder im Moment in der Funktion. Selbst als Reboarder passt er wirklich sehr, sehr gut hinter den auf mich eingestellten Fahrersitz. Das könnt ihr jetzt genau gerade sehen. Was mich jedoch stört, ist der Top-Teeter. Denn beim Top-Teeter ist das Problem, wenn wir den nach hinten verlegen und dann an die Rückenlehne einhaken wollen in dem Haken, ist dieser Haken quasi nicht zu finden. Opel hat es vergessen, hier einfach so eine Plastikaussparung rumzumachen, sodass man tatsächlich perfekt einhaken kann. Hier ist es eine große Fummelei, diesen Haken zu finden, gerade wenn man eh von hinten reinladen muss. Also hier sollte Opel auf alle Fälle nochmal diesen Top-Teeter deutlicher hervorheben. So wie etwa auf dem Beifahrersitz, da ist es schön ersichtlich, wo das ja auch der Top-Teeter sich befindet. Da kann man also auch selbst am Vordersitz, weil Isofix vorhanden, den Beifahrersitz dafür benutzen, einen Kindersitz mit Isofix-Verankerung zu installieren. Aber nichtsdestotrotz, Beifahrersitz ist jetzt auch erst einmal noch nebensächlich, denn ich werde jetzt gleich fahren und das schauen wir uns erst einmal an, wie es vorne zugeht. Ne? Wir nehmen einmal vorne Platz im Opel Grandland X. So, es sitzt sich äußerst komfortabel hier drin. Ja, Grund ist klar dieser Sitz hier. Denn wir haben hier AGR-zertifizierte Sitze, das heißt Aktion gesunder Rücken. Das sind wirklich orthopädisch geformte Sitze und das merkt man auch. Da ist der Körper perfekt in diesem Sitz integriert, wird perfekt gestützt. Das merkt man, wir haben genügend Seitenhalt, wir haben eine ausziehbare Schenkelauflage, wir können den Sitz vorne anheben vom Sitzpolster oder absenken. Das ist sehr, sehr schön, auch gerade wegen dem Lenkrad. Wir haben natürlich eine Sitzhöhen- und Tiefenverstellung. Die Lehne wird über ein Drehrad justiert. Sehr, sehr gut. Wir haben noch eine Lordosenstütze. Die Kopfstützen sind natürlich auch in der Höhe anpassbar. Also alles wirklich sehr, sehr schön. Wir sitzen hier hinter dem Dreispeichenlenkrad, welches ebenfalls in Höhe und Tiefe perfekt einstellbar ist. Optimal. Das Lenkrad ist nicht zu dick, sondern ist schön dünn ausgepolstert. Platz ist hier auch genügend. Das Knie liegt sehr, sehr schön an der Mittelkonsole an. Also hier fühlt man sich auf alle Fälle selbst auch auf langen Strecken von 500-600 Kilometern am Stück pudelwohl. Ja, willkommen im Innenraum vom Opel Grandland X. Und wer von euch da draußen erkennt jetzt hier im Innenraum, dass wir eigentlich ein Peugeot Citroën Modell fahren? Ich nicht. Richtig, ihr vielleicht auch nicht, außer ihr seid schon den Wagen gefahren. Denn wer sich den Wagen das erste Mal anschaut, hier hineinsetzt, der wird definitiv nicht denken, dass der Franzose hier in ihm steckt. Sondern wir haben hier tatsächlich die typische Opel-DNA, die uns hier vermittelt wird. Mit diesem typischen Opel 3 Speichen Lederlenkrad, sehr griffig, schönes weiches Leder, natürlich beheizbar. Analoge Instrumente, ebenfalls wie wir sie von Opel kennen, sehr klar, deutlich ablesbar, rote Zeigerelemente, sehr schön. Wir haben ein kleines Display da in der Mitte, was farblich hervorgehoben ist für den Bordcomputer und genau da würde man dann als erstes erkennen, dass wir hier mit Peugeot Citroën kooperieren, denn dann hier haben wir die typische Menüstruktur, die auch Peugeot Citroën bei seinen Bordcomputern verwendet. Jetzt schauen wir mal, machen wir hier mal etwas Musi an. Und zwar hier im linken Bedientableau haben wir die Tempomat-Bedienung und rechts die Audio- und Bordcomputer-Bedienung sowie Telefon- und Sprachsteuerung. Und wenn hier das System hinauffährt, dann sehen wir auch spätestens an dem Navigationssystem,
werden wir erkennen, dass dadurch, dass die TomTom-Kartennavigation so übernommen wurde, wie sie auch PSA aktuell nutzt, das Ganze benötigt etwas lange zum Laden, finde ich sehr, sehr schade. Genannt übrigens bei Opel IntelliLink 5.0. Wir merken hier wirklich, Bildschirm ist sehr, sehr schön aufgelöst. Das Ganze auch wirklich übersichtlich. Die Navigation funktioniert gut, wenn auch etwas langsam von der Rechenleistung. Aber wir haben hier die Menü-Direktwahltasten sehr, sehr gut angebracht. Außerdem finde ich sehr, sehr schön, wie dieser Monitor perfekt hier in diesen Armaturenträger installiert wurde und nicht diese freistehenden Elemente, wie wir sie aktuell aus vielen anderen Modellen kennen. Zudem natürlich, Vernetzung ist auch ganz klar. Apple CarPlay, Android Auto sind mit an Bord. Wir haben auch immer noch hier unten ein sehr, sehr schönes und einfach zu bedienendes Klimabedienteil, was ich sehr schätze. Denn in meinen Augen gehört so ein Klimabedienteil nicht in diese Monitorgeschichte integriert, sondern einfach hier separat, dass man wirklich auf alle Funktionen direkt zugreifen kann. Wir haben noch eine Armauflage hier, die verschiebbar ist, nicht in der Höhe verstellbar. In dieser Armauflage befindet sich das optionale Induktiv-Ladefeld. Konnte ich leider nicht wirklich nutzen mit meinem iPhone 10. Es wollte schlicht und ergreifend einfach das Telefon nicht verwenden. Ist auch ein bisschen krumm, diese Ablageschale. Ich finde sie nicht sonderlich gut angebracht. Mir wäre es lieber, wenn man sie hier unten reinlegen würde, unter dieses große Ablagefach. Da würden auf alle Fälle die Smartphones reinpassen, in den größten Teils. Zudem haben wir da unten schon eine USB-Schnittstelle, die eben für Apple CarPlay und Android Auto genutzt wird. 12-Volt-Steckdose da unten noch. Dann haben wir die elektronische Parkbremse. Dann beim Automatik-Wählhebel, warum auch immer, hat man diesen Entriegelknopf weggelassen und dafür so eine Hakenschaltung eingebaut, wie man sie von Mercedes von früher kennt. Na, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Hätte man auch anders lösen können, aber das sind einfach nur so Kleinigkeiten. Zudem haben wir hier einfach nur die Tasten zum Deaktivieren vieler Systeme. Wir haben hier das Deaktivieren von ESP, Deaktivieren des Spurhalteassistenten, Deaktivieren der Autostart-Stopp-Funktion, Deaktivieren der Einparkhilfe. Viel intelligenter wäre so ein bisschen ein Knopf direkt für den Parkassistenten, aber der befindet sich hier im Menü drin. Sehr unpraktisch in meinen Augen, einfach besser zu lösen. Gut gelöst sind die Materialien, sehr weich, gut aufgeschäumtes Kunststoffe. Hier so eine Doppelnaht, das macht das Ganze sehr, sehr schön. Hier auch dieses graphitgraue Einsatz ist gut. Weil bei dem typischen Hochglanz sieht man halt mal wieder diese ganzen Wischflecken oder Kratzer oder Staub. Bleibt leider so. Etwas unschön ebenfalls, für viele sicherlich nicht so dramatisch wie für mich so ein bisschen als pingeliger Mensch. Da ist es dann so, dass man diese Türtafeln hat man ja sehr schön in diesen Armaturenträger hier mit einlaufen lassen, mit so einer Sicke, die hier oben rumläuft. Aber leider wurden hier diese Türtafel passt nicht an die Armaturentafel optimal. Rechts haben wir einen größeren Spaltmaß als hier. Dann sitzen sie auch nicht schön aufeinander. Da sollte Opel durchaus nochmal im Detailfinish für meine Begriffe ein bisschen genauer hinschauen. Ansonsten ist nämlich die Verarbeitung sehr, sehr gut. Knarzen oder Knistern tut hier drin gar nichts. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los und dann gibt es noch einen kleinen Fahreindruck. Ja, ich bin unterwegs mit dem Opel Grandland X, dem größten SUV aus Rüsselsheim derzeit. Und ich muss zugeben, die Größe, naja, 4,48 Meter ist jetzt nicht sonderlich überdimensioniert, sondern es ist wirklich ein gutes SUV, was ja ausreichend Platz hier bietet, wie wir schon gesehen haben. Vom Fahren macht der Grandland X auch nichts falsch. Er macht vieles richtig, denn er ist handlich. Er bietet eine schön direkte Lenkung mit guter Rückmeldung. Das haben sie bei Opel wirklich sehr, sehr schön hingekriegt. Denn das Feedback ist wirklich toll. Die Lenkung arbeitet angenehm direkt, ist aber sehr leichtgängig, was natürlich viele im Stadtbetrieb wollen. Und das bietet der Opel Grandland X. Er ist halt einfach ein Großstadt-SUV, wie man es so schön im Buche sieht. Denn Allradantrieb gibt es hier nicht. Wir haben auch keine erhöhte Bodenfreiheit, sondern wir haben lediglich eine speziell abgestimmte Traktionskontrolle, die wir ordern können.
das war es dann aber auch schon mit Offroad-Eigenschaften. Also viel wichtiger ist, wie es auf der Straße ausschaut. Opels größtes SUV fahren wir jetzt mit einem relativ kleinen Motor, nämlich mit einem 1,5 Liter Turbo-Diesel mit 130 PS und 300 Newtonmetern Drehmoment, gekoppelt an ein 8-Gang-Automatik. Im Alltag muss man gleich sagen, fällt auf, dass der Motor wirklich akustisch präsent ist. Man hört ihn doch durchaus immer nageln und auch kernig laufend. Er wird aber nie störend. Also spätestens, wenn dann irgendwann mal die Windgeräusche oder die Abrollgeräusche die Oberhand halten, ab 120, 140 Stundenkilometer ist das dann langsam der Fall, dann ist der Motor auch akustisch im Hintergrund. Dann hört man ihn lediglich noch, wenn er ausdreht. Ausdrehen tut er erstaunlich gerne und auch willig. Wird zwar natürlich dann obenrum etwas zäh, aber das ist typisch für Turbodieselaggregate mit diesem geringen Hubraum. Was mir nicht sonderlich gut gefällt, ist die Abstimmung des Automatikgetriebes, gerade wenn der Warmlauf ansteht. Wir machen Kaltstart, wird die Automatik oft mit offenem Wandler fahren und zieht das Ganze kaugummimäßig immer das Drehzahlband nach oben, versucht den Motor schnell aufzuheizen, stört aber dann einfach die Harmonie im Fahrverhalten. Und selbst wenn man dann beispielsweise das Automatikgetriebe manuell schaltet, öffnet er so weit den Wandler, dass man mit 50 Stundenkilometer im 8. Gang theoretisch fahren könnte. Ja, außer man geht dann vom Gas, dann fängt er an, sich zu verschlucken, weil er erst erkennt, verdammt, jetzt bin ich zu hoch vom Gang. Das ist ein bisschen unschön, das haben die Franzosen besser abgestimmt hier als die Rüsselsheimer. Man könnte das also sanfter machen. Da vielleicht noch mal ein bisschen nacharbeiten, liebe Opelaner. Nichts nachzuarbeiten gibt es aber beim Antrieb selber. Der ist wirklich äußerst sparsam. Ich kam mit gut 6 Litern hier im Schnitt aus. Für so ein Großstadt-SUV ist das durchaus passabel. Beim Fahrverhalten überzeugt der Opel Grandland X auf weiter Flur, denn er kann richtig schön ums Eck gehen. Er liegt sehr, sehr straff auf der Straße, bietet aber einen guten Komfort bei schlechten Wegen. Und auch bei Verwerfungen, Nahdeckel oder so, die hört man dann schon und spürt sie auch leicht, wenn sie überfahren werden. Aber selbst wenn es dann wirklich mal schlimm wird, dann macht er da seine Aufgabe dann doch noch ganz gut. Ja, wieder geht eine Dienstfahrt zu Ende. Wieder endet sie mit einem Fazit und diesmal zum Opel Grandland X. Mir hat er richtig gut gefallen. Er zeigt eindrucksvoll, dass das größte SUV aus Rüsselsheim ordentlich was drauf hat und dass wieder einmal diese Kooperation zwischen Peugeot und Citroën bzw. jetzt ein Konzern mit Opel wirklich sehr, sehr gut tut. Das Fahrzeug ist grundsolide, hat eine schöne Antriebskombination, die für mich in meinen Augen etwas zu schlapp ist. Ich würde wahrscheinlich eher zum 1,6 Liter Turbo-Benziner mit 180 PS nehmen, statt den 130 PS Diesel mit Automatik, denn der ist noch mal ein paar hundert Euro billiger. Wird sicherlich auch ein bisschen mehr Sprit schlucken als der Diesel. Nichtsdestotrotz ist er in meinen Augen, vor allem für den, der nicht sonderlich viel fährt, sicherlich das interessantere Antriebsangebot. Wer aber einen Diesel haben will, der sollte sich mal den 2-Liter Diesel mit dem 177 PS Maschine anschauen. Liegt auch nicht mehr viel drüber. So wie wir nämlich hier steht, kostet unser Testwagen rund 41.000 Euro. Das ist natürlich erst einmal eine Stange Geld, muss man sagen, ist aber auch viel Ausstattung mit drinnen. Zu empfehlen ist außerdem die Ausstattungsvariante Innovation, denn die hat wirklich alles drinnen, was derzeit so wirklich am Markt interessant ist. Besonders das LED-Licht, die AGR-Sitze, eine Sitzheizung, Lenkradheizung. Da ist schon wirklich viel drin und sowie das Navigationssystem ebenfalls und ein paar Assistenzsysteme. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich hoffe, euch da draußen auch. Falls ihr Fragen habt zu dem Opel Grandland X, dann schreibt es mir da unten in die Kommentare. Ansonsten lasst uns gerne ein wenig über das Auto diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und ein Abo, damit wir uns demnächst auch wiedersehen. Vergesst nicht, die Abo-Glocke noch zu aktivieren. Tschüss, bis dann, sagt euer Ubi. Servus.